1937er Rolls-Royce Phantom 3 ist ein Erbstück, das seit 1937 immer weiter vererbt wurde in der Familie, wert ca. 220.000 Euro. Wunderschön. Mashallah, Bruder. Wunderschönes Auto. Und ich finde es sehr schön und das zeigt, dass es eurer Familie gut geht, aus meiner Wahrnehmung, und dass auch ein gewisser Zusammenhalt da ist. Denn oftmals werden Familienerbstücke, weil die Gier siegt, nicht weil man das Geld unbedingt braucht, sondern weil die Gier siegt, verkauft. Inshallah, ich mache heute Abend ein kleines Dua für dich. Bleibt dieser Wagen die nächsten 100 Jahre noch in der Familie, Digga. Sehr geil. Freut mich, Mann. Damit da drin immer eine Runde mitzufahren, ist ein anderes Erlebnis, Digga. Denkst du, der Wert steigt noch? Na, selbstverständlich, Digga. Das sind historische Wagen. Und ich bin kein Experte im Autohandel. Natürlich kann der Preis mal schwanken. Aber auf Langzeit gesehen wird das Ding wahrscheinlich eine Besserung, Steigerung vom Preis haben als Gold oder Silber. Vielleicht nicht das teuerste im Wert, aber für mich einfach unbeschreiblich. Ich liebe originale Unterschriften von zum Beispiel Mbappé, Neymar, Di Maria und Julian Draxler. Oha, Digga, wo hast du denn das? Na was, kann ich erkennen? Das müsste Mbappé sein. Das ist Neymar, richtig? Verratti. Als erstes habe ich hier Cousin gelesen. Ja, moin. Aber ey, es ist sogar ein originales Trikot von Mbappé. Oder nicht originales, aber ein Trikot von Mbappé, Digga. Sehr, sehr geil, Digga. Freut mich, Mann. Hier meine zwei Schätze. Vor kurzem erworben, Preis immer unterschiedlich. Du kannst ja raten, wie teuer, Bruder. Also das ist nicht viel wert. 1.000, 2.000 Dollar höchstens, würde ich sagen. Und was das linke wert ist, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Original unterschriebene Handschuhe von meinem Lieblingsformel-1-Fahrer Kimi Räikkönen. Alter, nice, Mann. Niceness. Ich hoffe, dass du auch ein Zertifikat hast darüber. Aber sowas von cool. Sowas in der Wohnung hängen zu haben, ist einfach so. Ah, ich liebe es einfach. Daran ab und an riechen. Der. Bist du widerwärtig oder was? Jamie mit mein Trabant 601S, wert mit originalen Teilen 7.000 bis 8.000 Euro komplett restauriert. Geil, Digga. So ein kleiner süßer Trabi. Fühle ich auch, Jamie. Und ich glaube, es ist auch ein cooles Hobby. Von Christian Paul. Mein SLS habe ich von meinem Opa geerbt. Preis kenne ich nicht genau. Ich schätze um die 200.000 Euro. Boah, Digga. So ein wunderschönes Auto, Mann. Einer der schönsten Coupés von Mercedes. Den finde ich, Digga. Also ein sehr, sehr schönes Auto, Digga. Sehr, sehr schönes Auto. Ich muss hier mal weiter scrollen. Ich suche mir die besten Sachen jetzt raus. Nehmen wir auch mal eine Frau mit rein, um einen Vergleich zu haben. Ist zwar keine Eigentumswohnung, aber bestimmt eine Miete, Lul. Aktueller Wert ca. 3.000 Euro. Eine Louis Vuitton-Tasche. Ja, und was soll ich dir sagen? Darauf stehen die Frauen. Und es hört sich doof an. Ah, ihr lacht jetzt wieder drüber. Aber Louis Vuitton-Taschen haben auch eine gewisse Preisentwicklung. Finde sowas absolut unnötig. Ja, aber Digga, das ist ja das, was ich eben gerade gesagt habe, Digga. Und eigentlich müsste ich dir dafür timeouten. Bruder, es ist scheißegal, ob du das unnötig findest. Niemand hat danach gefragt, Digga. Es geht doch darum, dass wir auch zu wertschätzen wissen und respektvoll damit umgehen, wenn eine junge Dame ihren wertvollsten Gegenstand gepostet hat, dass wir das auch als Männer, Bruder, ich bin auch kein Freund von Handtaschen, aber wir respektieren es, okay? Und es ist nicht zur Diskussion, ob sie fake ist oder. Und für Frauen sind Handtaschen sehr wichtig. Und ich finde, Louis Vuitton macht schöne Handtaschen. Und inshallah wird diese Tasche in ein paar Jahren nicht 3.000, sondern vielleicht 4.000 Euro wert sein. Vom Stayer fand den Klaas Jaguar 960 ungefähr eine halbe Million wert. Oder was für ein riesen Oschi, Alter. Und man glaubt es immer gar nicht, Digga. Die Landwirtschaftsfahrzeuge sind so unendlich teuer, Digga. Überlegt einfach mal, das Ding kostet eine halbe Million. Mein Meerwasser-Aquarium, 200 Liter, bis jetzt hat es einen Wert von ca. 4.500 Euro. Ja, man glaubt es gar nicht, ne? Aber so ein kleines Dödelbecken, in Anführungszeichen, kostet schon so viel Geld. Das ist natürlich nicht kein kleines Dödelbecken, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie teuer dieses Meerwasser-Aquarium-Hobby ist. Oh, ein paar Nemos. Eine Garnele, die habe ich auch. Ein Barsch, glaube ich, Barsche sind das, die habe ich auch. Hier ist noch einer. Genau die gleichen habe ich auch. Sehr schön, sehr schönes Aquarium und ich freue mich, dass du die Meerwasser-Aquaristik für dich entdeckt hast. Ui. Mein Ford Thunderbird von 1969, wert beim Kauf 85.000 Euro, inzwischen rein materiell wohl so 210.000? Rein ideell deutlich mehr, weil unfassbar viel Zeit reingeflossen ist. 21.000. Bruder, ich muss los, meine Augen. Puh, Baby. Was ein wunderschönes Auto, Alter.
Ah, Bruder, ich will jetzt nicht abgehoben rüberklingen, aber manchmal ärgere ich mich, dass in meine Garage nur zwei Autos passen. Denn ich hätte so Bock, mir auch so einen Oldtimer zu holen, den ich wirklich auch nur ganz, ganz selten fahre. Damit im Sommer rumfahren, fühle ich zu 100%. Hab schon in meinem Kopf so Gedanken gehabt, Digga, dass ich die Grundstücke links und rechts von mir abkaufe, Digga, und einfach nur Garagen raufbaue. Wenn ich mir die Zähne putze, mein Ritual, wenn ich Zähne putze, ist das Fenster aufzumachen und ich gucke aus dem Fenster. Und ich habe mich schon vorgestellt, wie ich einfach das Grundstück abkaufe, alles abreiße, eine Garage baue mit einem kleinen Durchgang in mein Haus rein. Also voll mit Rentnerautos, Junes 16252. Diese Autos als Rentnerautos zu betiteln, zeigt mir, wie unterschiedlich unsere Geschmäcker sind. Ja, dass du einfach aus meiner Wahrnehmung eine Geschmacksverirrung hast. Wer diese Autos als Rentnerautos sieht, sollte einfach mit seinem Bobbycar vom Kindergarten noch abgeholt werden. Oh, das finde ich hier sehr interessant. Vom Mehmet. Hab meinen eigenen Einzelhandel aufgebaut, natürlich Kredit gezogen, bin aber sehr zufrieden. Preise möchte ich nicht öffentlich machen, was hoffe ich nachvollziehbar ist. Mehmet, das respektiere ich zu 100%. Und das sieht sehr schön aus, Digga. Frisches Gemüse, frisches Obst. Sieht sehr schön aus, Digga. Zwei Sachen, Mehmet, ich bin ja ehrlich, wenn ich du wäre und die finanziellen Möglichkeiten hätte, ändern würde. Drei sind's, aber zwei sage ich dir jetzt. Erstens, der Coca-Cola-Automat, Brudi. Der Coca-Cola-Automat passt jetzt nicht so in das Gesamtbild von dem, was ich sehe, nämlich überall frisches Obst und Gemüse. Coca-Cola-Automat, finde ich, ist so. Also passt optisch nicht so rein. Ist nur meine Meinung, Bruder. Trotzdem werde ich auch für dich, Mehmet, heute Abend ein kleines Dua machen, dass du mit deinem Laden deine ganze Familie ernährst und den Laden für immer hast. Und mach einen anderen Vorhang, Bruder. Mach einen anderen Vorhang. Der kostet auch nicht viel. Der New York-Vorhang, finde ich, passt jetzt nicht so. Aber Bruder, das sind nur Kleinigkeiten, weißt du, wie ich meine? Aber du, ihr kennt mich ja auch. Das, was ich immer als allererstes denke, spreche ich auch meistens aus, auch manchmal nicht so gut. Aber Bruder, es freut mich sehr, dass du dir deinen Traum erfüllt hast. Auch natürlich mit einem kleinen Kredit, aber das ist auch okay. Und inshallah wärst du glücklich mit deinem Laden. Sarah hat hier ein Bild reingepostet, was ich auch sehr interessant finde. Und zwar ist das ein richtig schönes Boot. Ja, da kann man aber, denk mal, das ist ihr Freund. Ah, man kann das Verdeck auch abnehmen. Ah ja, macht ja Sinn. Sehr geil, Sarah. Also sehr, sehr schönes Ding. Sehr geil. Wirklich sehr cool. Und auch ein schöner See. Der Jochen hat hier ein Video reingepostet. Moment. Mein 5000 Quadratmeter Grundstück plus Stadtvilla. Ui, Digga, die sieht aber schön aus. Das große Fenster, Digga. Boah, schön, Mann. Oha, Digga. Das gehört alles noch ihm, Alter. Heftig. Uff. Bis hier hinten wahrscheinlich, ne? Ja, uiuiui, ui, ui, Digga. Geil, Mann. Da kannst du ja gefühlt noch eine Kartbahn bauen, Alter. Jochen, bei dir läuft, Digga. Meine Düfte circa 1500 bis 2000 wert. Dann schauen wir mal. Ah, Bruder, bester Mann. Die Louis, also ich sage euch ehrlich, mit den Louis-Düften machst du nichts verkehrt, Digga. Also alle Louis-Düfte, die ich mir bis jetzt gekauft habe, waren eine 1 plus mit Sternchen, Digga. Sehr geil. Also, hier nochmal ein Post. Jetzt weiß ich auch, warum es mir nicht angezeigt worden ist. Der Profi unter dem Hashtag Monteteuer. Danke, Haptik, fürs Hashtag, Digga. Haptik hat etwas, was ich auch sehr geil finde. Von Michael Schumacher ein Lenkrad, mit dem er 1992 in Spa, Belgien, seinen ersten Formel-1-Sieg geholt hat. Genau mit diesem Lenkrad ist auch unterschrieben. Wert schwer bestimmbar. Es gibt nur eins und viele Sammler. Ich selbst habe 30.000 Euro dafür bei der Formel 1 ersteigert. Für 30.000 Euro. Es hört sich fast schon zu günstig an. Wenn es das erste Lenkrad ist von Michael Schumacher, mit dem man ein Rennen geholt hat, müssen wir auch mal fairerweise so sagen. Das wünsche ich mir natürlich nicht. Wenn Schumacher morgen aber sterben würde, wird das Ding preistechnisch durch die Decke gehen. Denn Erinnerungsstücke von verstorbenen Leuten ist halt immer deutlich mehr wert direkt, als wenn sie noch leben. Auch wenn Michael Schumacher zumindest jetzt aktuell in meinem Stand der Dinge keine Unterschrift mehr gibt oder ähnliches. Also ich sehe das Ding in 20 Jahren locker bei einer halben Million. Aus meiner Wahrnehmung, Digga. Wenn es nachgewiesenerweise, und wenn er es bei der Formel 1 ersteigert hat, nachgewiesenerweise, also das Lenkrad ist, mit dem Schumacher seinen ersten Sieg in der Formel 1 geholt hat, Bruder, dann ist das aber preislich nach oben an. Also Brudi, das gehört eigentlich nicht in Haptik seine Hand, no disrespect, sondern ins Museum. Das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich fand's sehr interessant. Ja, Kuss.